Hey, hallo, das ist mein Kanal und ich bin Burnout TV, das Känguru. Grüß dich, ich bin Let's Player und nein, ich mache keine Vlogs, auch wenn das hier irgendwie vielleicht so ein bisschen so aussieht. Nein, das ist nur das komische, dumme Ankündigungsvideo, aber halt das Kanalvideo werde, brauchst du ja sowas heutzutage als YouTuber, total toll. Ja, habe ich auf jeden Fall sowas auch und ich war einfach zu faul, welche tollen Spielszenen zusammenzuschneiden, um so ein Best-of zu geben, bla, Dingsbums. Hey, also was erwartet ich hier? Journalismus haben wir nicht. Qualitätsspiele-Kommentare, ja okay, streichen wir das Qualität. Spiele-Kommentare seit 2011. Nee, auf jeden Fall, ja, hier, Spiele-Kommentare, du kannst ja mal durchgucken, hier haben wir so Playlist-Zeug und Dings. Guck's dir einfach mal an, ist wunderprächtig und alles. So, ja, also guck mal da oben am besten auf Playlisten, da findest du sicherlich, was dir gefällt. Ich habe da ja im Laufe der Jahre, sammelt sich mal so ein bisschen Zeug an. Viel Spaß damit. So, Cut. Und zwar, das ist wie immer ein Multigrund-Video, weil wir brauchen nicht, dass wir den Kanal drehen und das andere Ding gleichzeitig haben. So, das heißt jetzt also Pseudo-Vlog. Folgendes, ich habe natürlich was zu verkünden, wisst ihr ja schon, habe ich ja schon im letzten Video vom Mai angekündigt. Ich werde weg sein. Ich fahre nämlich einfach mal von, naja, Anfang August, eigentlich ganz Ende Juli, bis Anfang Oktober ins Ausland. Einfach weg. Hinfort. Und da drängen sich natürlich Fragen auf, wie zum Beispiel... Gibt es dann keine Videos? Ja, also, naja, doch, es gibt Videos. Und zwar Overlord. Overlord ist ein schönes Spiel, ist schon ein bisschen älter aus den Jahren 2009, 2007. Ich denke mal 2007 war es. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, ich habe natürlich im Voraus für euch Overlord aufgenommen. Also Teil 1 ohne Teil 2. Einfach nur Overlord. Und Raising Hell auch noch, aber soweit komme ich noch nicht. Zum Zeitpunkt dieses Videos bin ich bei 25 Folgen. Das ist auf 2 Monate hochgerechnet. Jeden zweiten Tag ein Video. Also eigentlich wären es 30 Folgen für jeden zweiten Tag. Also ich denke mal, ich werde noch bis zu 35 Folgen aufnehmen oder vielleicht sogar 40, wenn ich mich richtig produktiv fühle zwischendurch nochmal. Auf jeden Fall habe ich zumindest so ein bisschen so einen kleinen Lückenfüller für euch. Das ist, ich hoffe, Overlord gefällt, weil wenn nicht, dann kann ich es nicht ändern. Ja, aber natürlich kommt dann natürlich direkt die nächste Frage auf. Gibt es noch andere Videos neben Overlord? Ja, andere Videos. Das ist ein bisschen schwierig. Das Ding ist, wenn ich nach Brasilien fahre, kann ich natürlich nicht meinen dicken Standrechner, der hinten steht, mitnehmen, weil der wäre ein bisschen unhandlich und vor allen Dingen würde der mein Reisegepäck ganz schön verkleinern und ich glaube, die gucken am Flughafen ein bisschen doof, wenn man so einen Tower-PC mitnimmt. Plus mein Rechner würde es wahrscheinlich nicht überleben, wenn ich ihn mitnehme. Neben der zweiten Tatsache, also ich nehme meinen Laptop mit. Das ist, dieser hier ist von Asus. Ja, das ist ein wunderprächtiges Gerät. Das einzige Problem an diesem wunderschönen Laptop ist bloß, der ist nicht mehr ganz so leistungsstark. Der hat nur eine GeForce 540. Er hat eine GeForce 540 drin? Ja, hat er auf jeden Fall. GeForce 540, er hat irgendeinen komischen i7. Ihr kennt das gute Stück, das hat mir lange Jahre, als in meinen Anfangstagen als Let's Player gedient. Aber mittlerweile nicht mehr ganz so cool. Als Ausrüstung nehme ich sowieso nur ein Mikrofon mit einer Soundkarte. Also es ist quasi meine Let's Play-Ausrüstung von 2012. Wie dem auch sei, das Ding ist aber, ob ich da was aufnehme oder nicht. Also wenn ich was aufnehme, dann wären es sowieso nur Adventures, die ich mitnehme. Und zweitens kommt es ein bisschen noch an, wie ich da Zeit habe, weil Brasilien ist allgemein dafür bekannt, dass man da relativ viel feiert. Und vor allen Dingen ist es da warm. Wärme ist nicht gut für Laptop, weil Laptop dann ausgeht. Ja, also ich werde mal gucken, vielleicht nehme ich was auf. Also, ja, Aber zumindest könnte ich eventuell noch so eine Art Reisetagebuch führen. Aber da kommen wir direkt zur nächsten Frage. Also so etwas wie ein Vlog. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich für euch jetzt einen Vlog mache. Weil ganz ehrlich, halt von dieser ganzen Blogger-Geschichte und irgendwie was schreiben und reden, es ist auch immer wieder eine Zeitinvestition. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt machen möchte. Also, ja, also prinzipiell vielleicht so eine Art Reisetagebuch. Na, es wäre auch ein bisschen privat, ne? Also prinzipiell, ich bin ja immer noch Gamer und ich möchte eigentlich so kommentierte Spielevideos machen und nicht so mein Leben vor euch ausrollen. Also, dann kann ich ja gleich anfangen, Schminktutorials zu geben. Also insofern werde ich mich da... ich werde vielleicht etwas machen, aber erwartet keine Wunder. Und vor allen Dingen, weil erwähnterweise mein Laptop hat eine 480p-Webcam. 360p, auf jeden Fall, die ist unfassbar schlecht. Ich habe die auch noch nie benutzt. Aber die wäre auf jeden Fall für so ein Vlog so mit Bild nicht so geil geeignet, also ich glaube nicht, dass das stattfinden wird. Allerdings, wo wir schon bei Projekten sind, da trifft sich natürlich noch eine Frage. Was ist mit den anderen Projekten? Ja, die Projekte, die ich nicht beendet habe, während ich noch in Deutschland war. Tja, das Problem ist, ich bemühe mich natürlich, irgendwas zu beenden, aber ich glaube, das einzige Projekt, das wirklich eine reale Chance hat, fertig zu werden, ist Dragon Age und vielleicht eventuell eh so, was aber auch ein bisschen daran liegt, dass ich einfach nicht bereit bin für den Zeitraum, dass ich nicht da bin, um welche tollen Gebühren zu bezahlen. Das heißt,
Naja, ich werde halt, also ich werde versuchen, die Projekte halt irgendwie noch, also das, was ich jetzt noch habe, also das sind ja namentlich, gut, Batman ist ein bisschen auf Eis, aber Batman könnte ich noch nur 15 Hauruckmarsch durchspielen, aber Dragon Age ist, Witcher schaffe ich definitiv nicht mehr, aber ich werde mich halt bemühen, so weit vorwärts wie möglich zu kommen. Also das Problem ist, dass ich bis zum Ende des Monats nicht wirklich mehr Zeit habe als jetzt, das heißt, ich kann noch nicht irgendwie schnell noch so 20 Folgen im Voraus aufnehmen, um vielleicht noch in den August hinein noch ein paar Folgen zu haben, das funktioniert einfach nicht, sorry, das geht nicht, das. Ja, auf jeden Fall, ich werde die Projekte natürlich weiterführen, sobald ich wieder hier bin. Aber versprechen kann ich natürlich nichts. Also, das ist, wie weit wir noch kommen. Also, ich denke mal, wir haben kein Projekt fertig. Insofern, ich bemühe mich. Natürlich gibt es dann nur, wenn ich nicht da bin, gibt es gleich direkt noch eine Frage. Und zwar: Lohnt es sich dann überhaupt noch, Kommentare zu schreiben? Ja, es lohnt sich definitiv, Kommentare zu machen. Weil ich habe ja bereits erwähnt: Der Laptop! Ha, der kommt mit! Neben dem Laptop habe ich noch ein Smartphone, also. Ja, von Sony Ericsson, von Sony. Ja, ist ganz toll. Ist zwar schon ein bisschen älter, aber so, das reicht für grundlegende Basiszwecke. Plus habe ich, ich habe noch so ein Pseudo-Tablet habe ich noch. Sieht ein bisschen aus wie ein Laptop, ist aber ein Tablet. Kann auch ein bisschen was. Also prinzipiell, wenn ich irgendwo Internet habe, was ich haben werde angeblich, und Strom, ist auch sehr wichtig, weil Strom ist da nicht unbedingt ein Grundnahrungsmittel in dem Sinne, werde ich in der Lage sein, eure Kommentare zu lesen und auch darauf einzugehen. Ihr werdet es an den Overlord-Folgen sehen, dass ich bereits schon beim Aufnehmen der ersten Folge mit diesem Fall gerechnet habe. Ja, witzige Geschichte eigentlich, ne? Ihr könnt mir gerne Kommentare hinterlassen, aber wie gesagt, es ist schon lange zu spät für Kommentare jeder Art. Allerdings würde ich mich trotzdem über Kommentare freuen. Ich lese die sicherlich. Also sehe ich zumindest. Ach, guck mal, das blaue Ding ist einfach nicht. Yay. Ich lese die Kommentare wahrscheinlich. Ich werde sie vielleicht sogar beantworten, aber ich kann halt nicht mehr im Spiel darauf eingehen. Noch eine Frage. Bringst du uns was mit? Ja, ob ich euch was mitbringe. Das ist witzig. Wie soll ich euch was mitbringen? Also, ich kann versuchen, Bell wieder mitzubringen, wenn ich so mitnehme. Aber prinzipiell, muss ich was mitbringen? Lebenserfahrung, tolle Geschichten. Aber so rein materiell? Ich glaube, die haben sich da ein bisschen, wenn ich da versuche, den Regenwald zu exportieren. Ich versuche, keine ansteckenden Krankheiten mitzunehmen. Aber ansonsten, nö. 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 Müssen wir sonst noch etwas wissen? Ob ihr sonst noch was wissen müsst? Naja, also prinzipiell, also. Naja. Ja, also ich bin nicht da, ne? Also, der Kanal wird dadurch nicht sterben. Also ich bin halt. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Das ist aber eher so eine persönliche Geschichte. Das Ding ist nämlich, ich habe schon einige YouTube-Kanäle sterben sehen, weil sie einfach nicht genug Content hergeliefert sind. Das ist immer so ein bisschen der Fluch des YouTubers, dass du halt wirklich konstant immer Inhalte nachbuddeln wirst. Dafür ist jetzt dieses Overlord-Ding da, einfach nur um diesen konstanten Flow zu gewährleisten. Und zumindest, dass immer noch so ein Lebenszeichen da ist. Ich mache mal ein bisschen Sorgen, dass ich keine Lust mehr habe, weil wenn ich 2 Monate lang nichts mehr täglich aufnehme, ja, das heißt täglich, aber zumindest regelmäßig, weil ich einfach nicht kann, weil es ist, also ich weiß jetzt schon, dass ich nicht alleine wohne, weil es ist da irgendwie, wie es da geregelt ist, das ist irgendwie, kennt ihr diese, aus diesen amerikanischen College-Filmen, mit diesen komischen Bruderschaften oder Omega Sigma Tau, wie die alle heißen, so wird es nicht sein, habe ich mir sagen lassen, aber ich bin wahrscheinlich nicht alleine auf meiner Budendichte hab, insofern, ja, also, weiß nicht, also, ja, also prinzipiell ist es immer noch mein Leben, ne? Das ist also die Person, die hinter dem Mikrofon steht, ist ja quasi auch nur die Stimme. Also ich bereue es ja manchmal immer noch, irgendwie mein Gesicht gezeigt zu haben. Insofern, weil dann der Fokus auf der Person liegt. Aber insofern ist ihr müsst einfach nichts wissen, also wenn ich nicht zurückkehren sollte, weil ich irgendwie in Sao Paulo erschossen werde, weil da lande ich nämlich, also wenn ich schon mal wissen wollte, ich lande in Sao Paulo, hey, gibt nicht so viele internationale Flughäfen in Brasilien. Dann komme ich natürlich nicht zurück. Für den Fall werde ich noch ein Video zu einem klitzekleinen Teil. Das ist ja also ganz toll. Also ich habe auf jeden Fall was auch für diesen Fall vorbereitet. So ein kleines Abschiedsdingsbums. Also werde ich zumindest, das, weil ich ja im schlechtesten Fall rechne. Aufs schlimmste rechnen, aufs beste hoffen, nicht wahr? Ja, also insofern. Nö, müsst ihr eigentlich gar nicht viel mehr wissen. Ansonsten bin ich dann eigentlich fast schon durch, also, was heißt fast schon durch, ich bin durch, weil ich habe so nichts zu berichten von dem aktuellen Zeug. Und nein, mein Portugiesisch ist immer noch saumäßig schlecht. Also, falls ihr es noch nicht wusstet, in Brasilien spricht man Portugiesisch. Das sollte man wissen, aber ich kann leider nur Spanisch, weil das hatte ich in der Schule. Aber leider kein Portugiesisch. Vor allem, wenn Brasilianisch noch was anderes ist als Portugiesisch, weil die Wörter so ein bisschen langziehen und alles, ach, großes Elend. Naja, jetzt ist meine Kamera auch abgestürzt, großartig, ich hoffe, in der Aufnahme fällt das nicht auf, aber ich ahne das doch. Also, macht's gut, dann.
bis dann ich dann irgendwann wieder zurückgekehrt bin. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Achso, ich habe noch ein paar Outtakes, weil diesmal habe ich alles in einem großen Stück aufgenommen. Vielleicht sind die ja witzig. Glaube ich auch nicht. Naja, jetzt hier. Outtakes. Ja, guck mal. Lalalalala, ich teste. Lalalalala, das ist der Audiotest! Krass. Also. Ah, oh, nee, halt anders. Verdammt. Hallo, lieber Kanalbesucher. Startvideo, das ist ein... Ja. Ein Känguru. Hui. Hallo, Kanalbesucher. Ja.